Sleepy, sleepy. Sleeping time. Immer diese Träume. Gott sei Dank ist es morgen. Welche Träume? Ich hätte die gern gesehen. So, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause jetzt hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode weiter. Oder beziehungsweise gleich, je nachdem wie ich schneide. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück zu Memento Mori in einer neuen Aufnahme. Und jetzt gucken wir mal, ob sich was am Schreien getan hat. Na, so wirst du aber nicht viel herausfinden. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Fast 2. Schon 2 Uhr? Ich habe noch nie im Leben so lange geschlafen. Außerdem habe ich Kopfschmerzen. Ob die uns wohl etwas ins Essen getan haben? Das bezweifle ich. Ich konnte ohne Probleme aufstehen. Ich habe die Gemälde gefunden. Das sind 3 Stück und sie stammen alle aus der Eremitage. Und was noch viel besser ist, ich habe einen Verbündeten hier gefunden. Sobald er in Sicherheit ist, können wir selbst hier auch weg. Also geh kein Risiko mehr ein. Hast du schon zu Mittag gegessen? Ja, habe ich. Der Abt und ich waren alleine und er sah ziemlich nachdenklich aus. Als du nicht aufgekreuzt bist, hat er beschlossen, die Unterhaltung dann eben beim Abendessen fortzusetzen. Gut, dann treffen wir uns zum Abendessen. Pass auf dich auf in der Zwischenzeit. Okay, wir gehen jetzt nochmal wieder in den Waldschrein. So, Waldschrein. Hoffentlich hat niemand das Versteck entdeckt. Ich hätte heute Morgen nachsehen sollen, ob eine Antwort da ist. Ja, jetzt muss es halt mittags. Das ist der Partymorgen. So. Da ist eine Antwort. Bis jetzt hat noch niemand unsere Geheimkorrespondenz entdeckt. Ja? Da steht, ich soll den Alarm abschalten und dann für eine Ablenkung sorgen. Wenn man bedenkt, dass ich die gestohlenen Bilder und André irgendwie hier herausbekommen muss, dann habe ich bis Mitternacht aber noch einiges zu tun. Was für ein Alarm? Es gibt 2 dringende Angelegenheiten, die Sie übernehmen müssen, da ich selbst ständig von anderen umgeben bin. Zuallererst muss das Sicherheitssystem abgeschaltet werden. Ich weiß leider nicht, wo sich der Hauptschalter befindet, aber um das Kloster herum gibt es überall Sensoren und Detektoren, sodass man sofort aufspüren würde, sobald wir verschwinden. Außerdem müssen wir irgendwie ein Ablenkungsmanöver starten, damit niemand bemerkt, dass wir fliehen. Kümmern Sie sich um Ihre anderen Angelegenheiten soweit, dass hier eben möglich ist. Wir treffen uns dann am Schrein. In letzter Zeit komme ich mir immer vor, als würde ich nur anderer Leute Befehle ausführen. Doch. Aber irgendwas sagt mir, wenn ich tue, was in der Nachricht steht, dann werde ich mit einem Schlag alle meine jetzigen Probleme gleichzeitig los. Okay, also wieder in die Krypta. Gibt's vielleicht unten am Computer das Alarmsystem? Das wäre jetzt meine erste Idee mit dem Laptop, dass man das da irgendwie deaktivieren kann. Aber voll gut ausgestattet hier, wa? Wenn man mal so bedenkt. Okay, zum Garten. Zur Krypta. Mist, ich muss den Klosterverwalter irgendwie ablenken, damit ich in die Krypta hineinkomme. Seine Schlüssel wären auch ganz hilfreich. Okay. Ich hab da ja eine Idee. Der Verwalter des Klosters genießt offensichtlich die letzten Strahlen der Herbstsonne. Ein herrlicher Tag. Ja, hier ist es wirklich wunderschön. Das ist einer der Gründe, warum ich so selten in die Zivilisation zurückkehre. Okay. Können wir das Heu jetzt anzünden? Einfach nur mal so. Nein, war mit der Lupe. Vielleicht so Sonnenstrahl heimlich? Nee. Was hätten wir noch für Möglichkeiten? Ach, wir haben doch hier noch diese komische Wand. Vielleicht ein bisschen Randale machen? Wow. Sie müssen vorsichtig sein, Monsieur Durand. Für große Reparaturen fehlt uns das Geld. Ich schaue mir das besser mal an, bevor es ganz in sich zusammenfällt. Es tut mir leid. Tu das. Wenn es in der Krypta etwas Interessantes zu finden gibt, dann ist jetzt der richtige Augenblick, um danach zu suchen. Und wir nehmen die Schlüssel natürlich mit. Ich leihe sie mir für einen Moment aus. Vielleicht ist da der Schlüssel für den Safe mit dran.
war jetzt auch so eine Idee. Okay, also wieder rein in den Laden. Herunter. Muss aber schon nochmal das Passwort eingeben. Oder auch nicht. Ah ja, läuft automatisch. Sehr gut. Huh. Das ist der einzige Ort, an dem sich die Hauptschaltung für den Alarm befinden kann. Okay. Ich muss die Gemälde irgendwie hier wegbekommen. Muss man die vielleicht alle in die Kiste räumen? Ich habe jetzt wirklich Besseres zu tun als... Ja, du sollst doch... Der Browser läuft... Oh Gott. Max! Ich würde am liebsten... Ne? Tausend... Habe ich ja schon das Rechtsklick gemacht. Warum ist der Mann so kompliziert? Nanu, was haben wir denn da? Ja, das hast du gestern schon entdeckt. So. Geilo. Ah ja. Das hier muss der Hauptschalter für die Alarmanlage sein. Jetzt, wo das abgeschaltet ist, wird es viel einfacher, unbemerkt zu verschwinden. Okay, aber wir müssen uns ja irgendwie noch um die Dings kümmern, oder? Die Gemälde. Ich will mal nur wissen, ob hier noch irgendwas auf dem Tisch rumliegt, was man... Okay, irgendwas habe ich... Sagt mir, dass... Ich lasse die Kiste besser... Ich lasse die Kiste besser, wo sie ist. Am Lieferschein sieht man, dass sie gerade zur Abholung bereit gemacht haben. Ja, ich habe ja... Warum sollte ich die Adresse... Interessant. Ja. Die ist zuge... Eine ganz... Ich hätte ja sonst die Idee gehabt, dass man die Bilder vielleicht irgendwie in die Kiste stoppt. Ich kann die ja nicht einfach so mit mir herumtragen. Zuerst muss ich mir etwas ausdenken. Er ist schon wieder zu müde, wird's mich. Das hier sind die Alter. Warum ist der immer zu müde? Sonst fällt mir jetzt auch nichts ein. Wir haben die Alarmanlage zwar aus. Müssen wir wieder einen Brief schreiben? Bestimmt müssen wir die Schlüssel auch wieder zurücklegen. Nicht, dass der da dann checkt, ne? Kann man die hier so... Was? Der Klosterverwalter wird nicht sehr lange weg sein, also sollte ich seine Abwesenheit besser ausnutzen. Nee. Also sind wir noch nicht fertig in der Krypta? Oh Mann, ist ja... Jetzt muss wieder der zündende Gedanke kommen. Nur wie... Also irgendwie müssen wir ja die Gemälde jetzt alle... Ha. Kannst du jetzt das Notebook angucken? Bitte. Ich habe jetzt... Boah, ey, der Typ nervt mich so. Ich kann die ja nicht einfach... Ah, vielleicht können wir den manipulieren. Nee, hier, Rechtsklick. Interessant. Warum sollte ich... Nee, Lieferschein... Wir haben ja nichts, wo man raufschreiben kann, oder? Ach, guck mal, Name. Mit bloßen Händen kriege ich die Kiste nicht auf. Okay, ich brauche irgendwas Brecheisen-mäßiges. Da ist da noch ein Raum. Sie ist verschlossen.
Kann ich da auch nichts mehr machen? Ich möchte mal gerne nochmal den. Eine Brechstange. Wo ist denn hier eine Brechstange? Irgendwo muss da hier eine Brechstange sein. Sonst haben wir ja nichts, wa? Womit wir brechen können. Ich könnte brechen, ja? Warum will er sich eigentlich den Schrank nicht nochmal angucken? Aber ja. Irgendwas zum Aufhebeln, ich weiß noch nicht was. Oder war das im Hintergrund irgendwas zu sehen? Ich lasse die. Mit bloßen Händen. Ja, ich brauche irgendwas, das ist mir schon klar. What? Könnte man eine Brechstange finden? Boah. Überfordert? Okay. Wir gehen nochmal raus. Vielleicht liegt ja hier irgendwas rum, was man gebrauchen könnte. Das, was im Heu versteckt oben. Ja, warum sollten die hier ohne Brechstange rumliegen lassen, ne? Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Okay. Geh nochmal raus. Wir kommen ja jetzt nicht weit. Wehe, du sagst jetzt wieder dasselbe. Warum liegt hier denn. Warum sollte ich... Mann, einfach so. Spaß an der Freude. Okay, es hilft alles nichts. Ich werde nochmal einen kurzen Cut machen und gucke jetzt einfach mal, wo ich die Brechstange finde. Ich will euch ja jetzt auch hier nicht ewig lange aufhalten. Okay. Ach! Ein ganz gewöhnlich... Ja, nimm. Das Werkzeug kann ich bestimmt gut gebrauchen. Ja. Gut. Läuft. Brauche ich doch keinen Cut machen, sehr schön. Geht doch. Es geht wieder voran. Da komm mal. Okay. Gut, dann mal ran an die Kiste. Eine Werkzeugkiste mit zwei Schubladen. Ein Hammer und eine Zange. Erstmal brauchen wir die Zange und natürlich die Nägel. Machst du jetzt wenigstens alle? Natürlich nicht. Warum auch? Ich bin einfach nur begeistert. Max, du bist der Kracher. Gut, haben wir. Mal sehen, was drin ist. Oder genauer gesagt, wie viel Platz noch ist. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit afrikanischen Statuetten. Aber auf dem Gebiet bin ich kein Experte. Warum nicht? Die kann ich nicht einfach so mitnehmen. Ich kann nichts damit anfangen und irgendjemand vermisst sie vielleicht. Okay, jetzt können wir die vielleicht die ganzen Bilder. Gut, das muss einfach funktionieren. Jawohl.
Es ist die einzige Möglichkeit, die Gemälde hier raus in die zivilisierte Welt und so aus Tankovic zu kriegen. Ich muss ihm eine E-Mail schreiben, damit er den Zielort und die Frachtnummer kennt, um die Lieferung abzufangen und die Gemälde zurückzubekommen. Gut, dann machen wir mal die... Interessant. Diese Kiste hat die... Ich lasse die Kiste... So, wieder rauf. Ja, Nagelloch, wo hast du jetzt die Nägel hingepackt, du? Wo hat der denn jetzt die Nägel hingepackt, bitte? Hä? Stimmt denn mit den Typen nicht? Ich habe den Nagel herausgezogen. Da habe ich den Nagel herausgezogen. Ja, wo hast du sie hingepackt? Oh, will der mich verarschen, bitte? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst, oder? Na, wenn es nicht anders geht. Aber ich muss alles wieder ganz so hinterlassen, wie es war. Ich schreibe aus Tankovic nur die Frachtnummer, damit er sie in Rotterdam abholen kann. Das ist schön. Hat er die Nägel jetzt hier rein? Eine Werkzeugkiste mit zwei Schubladen. Nö. Gibt es hier etwas, das nützlich sein könnte? Was ist das denn? Ich kriege den Deckel nicht auf. Entweder klemmt er oder er ist irgendwie gesichert. So ein Schwachsinn. Ah, neue Nägel. Was könnte bloß in dieser Schublade sein? Ich kann hier nichts Interessantes... Ja gut. So, dann mal ran an die Kiste wieder. Ich lasse die Kiste... Ja. So, dann. Also das ist echt unnötig kompliziert gemacht. Dass man jetzt hier jeden einzelnen Nagel reinpfeffern muss. Ah, oh, naja, gut. So, zack. E-Mail ist geschrieben, das haben wir alles gemacht. Warum sollte... Ja, gut. Dann machen wir die Lampe aus und Abgang. Tschüssi, Kowski. So, und hinaus in den Garten. Jetzt legen wir die Schlüssel auf die Bank. Wir haben alles erledigt. Ich muss die Schlüssel zurückbringen. Nun komm schon, Max. Der Abt wartet auf uns mit dem Abendessen. Der kann mich mal, Mann. Und wieder ein Gespräch. Treffen wir uns also wieder. Ich wünsche einen guten Appetit. Es gibt wieder aber Stulle. Schön. Sie sind aber selbst auch kein großer Esser, oder? Ich esse wirklich nicht sehr viel, das stimmt. Aber wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Ach ja, richtig. Wir sprachen über den Tod. Könnten wir bitte von etwas anderem reden? Es muss doch ein geeigneteres Gesprächsthema geben. Das ist richtig, aber ich würde gerne wissen... Hat Max sich denn nicht klar genug ausgedrückt? Wir wollen uns nicht mehr über den Tod unterhalten. Aber André, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das ist nicht sehr höflich. Nein, verzeihen Sie, das war unhöflich von mir. Vielleicht könnte Ihr Bruder ja ein passenderes Thema vorschlagen. Vergessen wir das. Warum erzählen Sie uns denn nichts über Ihre Zukunftspläne? Mir scheint, als sollten Sie der Außenwelt mal etwas mehr Beachtung schenken. Natürlich ist die auch sehr interessant. Für die nähere Zukunft stehen uns große Veränderungen bevor. Aber zuvor müssen wir uns noch von unseren Sünden reinigen, von unserer Vergangenheit und von den Schwachstellen, die das Gebäude zum Einsturz bringen könnten. Diese Reinigung, ist das ein religiöses Ritual? Eigentlich nicht. In unserem Fall ist es eher eine physische als eine spirituelle Sache. Ich habe da eine Frage an Sie, Monsieur Durand. Ist eine Person, die in Unwissen und ohne Absicht eine große Sünde begeht, schuldig? Und sollte dieser Person vergeben werden?
Natürlich. Wie kann jemand schuldig sein, wenn er ohne es zu wissen etwas Unrechtes tut? Schön, dass Sie es so sehen können. Auch ich glaube, dass die Hand, die das Werkzeug führt, schuldig ist und nicht das Werkzeug selbst. Wollen Sie damit etwas andeuten? Ich muss sagen, ich verstehe Sie nicht so recht. Unsere Unterhaltung heute Abend läuft...